Pizza zum Frühstück? Nee. Was heute zum Frühstück geht. Letztes Stück. Heute ist Dienstag, der 1. März 2016 und heute geht es nochmal zum Tierarzt. Die Blutergebnisse sind hoffentlich da und ich fahre mal mit, bevor ich wieder zurück auf die Insel fahre. Ja, mal schauen. So, bin wieder in Wilmersdorf. Dann gebe ich später ein Update. Ja Leute, wie ihr seht, bin ich wieder in Ahlbeck. Eigentlich wollte ich heute Vormittag oder gegen Mittag fahren. Naja, und dann kam alles ein bisschen anders. Die Bilder, die ihr gerade gesehen habt, ja, das waren die letzten Aufnahmen, die ich heute gemacht habe. Und das war außerdem auch das letzte Bild von denen, was ich aufgenommen habe. Weil wir waren da beim Tierarzt heute Vormittag, haben die Werte oder die Ergebnisse von den Blutwerten bekommen und die waren gar nicht gut. Die waren richtig schlecht. Die Leber war angegriffen von denen, was zur Folge hatte, dass auch das Herz schon angegriffen war. Also nicht das Herz war die eigentliche Ursache, wie erst gedacht, sondern die Leber. Dadurch war halt das Herz angegriffen. Die Blutwerte waren halt richtig schlecht und so. Und er hat uns nicht viel Hoffnung gemacht. Er hat ihr erstmal noch Medikamente gegeben, zwei Spritzen und so, hat uns so ein paar Sachen mitgegeben. Und dann sind wir wieder nach Hause. Und eigentlich hätten die Spritzen anschlagen sollen. Da haben sie jedenfalls nicht. Woraufhin ich dann nachmittags nochmal angerufen habe und gefragt habe, wie es denn aussieht, hätten die Spritzen anschlagen müssen und so. Und als er meinte, ja, hätten sie, war eigentlich klar, worauf es hinauslaufen wird. Bloß, musste halt Simone noch zu dem Schluss kommen und natürlich fällt einem soweit nicht so leicht. Aber sie ist genauso wie ich. Bevor der Hund zu lange leidet, sollte man lieber erlösen. Und so hat sie dann irgendwann auch entschieden, dass es besser wäre, wenn wir zum Tierarzt wieder fahren nach Templin. Ja, habe ich natürlich keine Kamera, nichts mitgenommen, weil, naja, könnt ihr euch denken. War auch kein schöner Anblick. Er hat ihr
erst eine Narkosespritze gegeben und hat sie erlöst und eingeschläfert. Und nachdem sie eingeschlafen ist, kam nochmal so ein richtiger Schwall Blut beim Hund aus dem Mund, was eigentlich nicht normal ist. Und er meinte auch, das spricht alles dafür, dass sie, also wenn es Blutgefäße aus der Lunge sind, wovon er ausging, die da geplatzt sind, dann spricht halt alles dafür, dass es ein Tumor war und schon in sehr weitem Stadium war. Und ja, also am Nachmittag, als Dena noch lebte, die Spritze haben, wie gesagt, nicht angeschlagen und es ist nicht besser geworden mit ihrer Atmung und so, und man hatte eher das Gefühl, dass es schlechter wurde, also ich jedenfalls. Und Simone hat mir dann später auch erzählt, dass sie im Auto auf dem Weg zum Tierarzt auch Blut ein bisschen beim Hund im Mund gesehen hat, also im Maul. Naja. Alles nicht so einfach. Naja, deswegen bin ich dann jetzt erst gefahren und bin jetzt hier im Dunkeln angekommen. Es ist jetzt 21 Uhr und 11 Minuten. Ja, und das war's für dieses Vlog. Also ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich heute nicht mehr aufgenommen habe und dass ich die Kamera auch nicht damit hingenommen habe. Aber das hätte ja meiner Schwester wenig gefallen und wäre irgendwie unpassend gewesen. Naja. Dann habe ich die kleine Maus hier, die gucke wieder hier. Gut, also das war's für heute und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.